Beim Freizeit- und Erholungspark von Grefrath mit seinen vielbesuchten Sportanlagen zum Schwimmen und Eislaufen hat der Kreis Viersen den Platz für das Niederrheinische Freilichtmuseum geschaffen. Mittelpunkt dieser Einrichtung ist die 1973 restaurierte Dorenburg. Seitdem dient der Rittersitz aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Ausstellungsgebäude für ausgewählte Zeugnisse der Volkskultur. Auf dem Gelände um die ehemalige Wasserburg sind ältere Bauernhöfe errichtet, wie dieses sogenannte Hallenhaus aus der Gegend von Mönchengladbach oder die Poststation aus Willig-Schiefbahn mit einem Scheunenanbau und dem Andachtskreuz. Wie die hierher übertragenen Gebäude vermittelt auch der Tierbestand des Freilichtmuseums eine Vorstellung vom alltäglichen Leben am Niederrhein in früherer Zeit. Besonders lebensnahe Informationen bieten sich dann, wenn Arbeiten im bäuerlichen Jahreskreis mit den vorindustriellen Hilfsmitteln ausgeführt werden können. Zur Unterrichtung über den Hergang der Getreideernte von Hand wird im Museumsgelände gewöhnlich ein kleiner Acker mit Langstrohroggen angebaut. Dieses großflächige, mit Gerste bestellte Feld gehört zu einem längst mechanisierten und mit Mähdrescher ausgerüsteten landwirtschaftlichen Betrieb in der Nachbarschaft. Auf dem weitgestreckten Erntefeld ergab sich ein langer Mähstreifen, sodass hier nicht nur die Gerätetechnik, sondern auch der Arbeitsablauf in der Gruppe von 4 Schnittern und den zugehörigen Binderinnen wirklichkeitsgetreu dokumentiert werden kann. Für den Schnitt des Getreides wird die kurze Hausense oder Sichte mit dem Mahdhaken verwendet. Diese Gerätekombination war im Rheinland bis in die Eifel und das Siegburger Land hinein allgemein verbreitet. Weiter südlich im Westerwald und auf dem Hunsrück wurden die Körnerfrüchte mit der langgebäumten Korb- oder Reffsense gemäht. Das ungefähr 65 cm lange, an der Spitze stark gekrümmte Blatt der Sichte hat viel Ähnlichkeit mit der Sichel. Beide Erntegeräte werden einhändig geführt, ersteres jedoch ohne tiefes Niederbücken. Wenn der Schnitter die abgehauenen und an das aufragende Getreide herangemähten Halme im Mähstreifen nach hinten zieht, wird mit der Kurzsense dicht über dem Boden nachgeschnitten. Das Nachschneiden ist erforderlich, weil sich mit dem ersten Hieb nicht immer sämtliche Halme lostrennen lassen. Zum Ablegen fasst man mit der Schneide unter die Stoppelenden des Bündels. Durch die krückenförmige Handhabe und den weit ausholenden Schwung des gestreckten Arms kann mit der Sichte so raumgreifend gearbeitet werden wie mit der langen Sense. Der Unterschied besteht unter anderem darin, dass sich die Schnitter im Mähstreifen ständig vorwärts und rückwärts bewegen müssen und dass sie zum Aufnehmen und Ablegen keine Binderin benötigen. Der Mahdhaken, der wie eine Verlängerung des freien Arms wirkt, erfüllt mehrere Aufgaben. Mit der rechtwinklig abstehenden eisernen Spitze werden die geschnittenen Halme beim Rückwärtsschreiten zusammengerafft und wie eine Rolle über die Stoppeln bewegt. Wenn zum Garbenbinden abgelegt wird, dient der Mahdhaken gemeinsam mit dem untergeschobenen Fuß als Greifer. Beim Mähen wird die im Schnitt erreichbare Halmpartie mit dem Hilfsgerät abgeteilt und dann gegen die stehende Frucht gedrückt. Die
Die Holzschuhe, die früher auch bei anderen Feldarbeiten getragen wurden, gehören als Fußschutz zur üblichen Bekleidung bei der Getreideernte. Obwohl in Grefrath die Frucht noch vor 25 Jahren von vielen Bauern mit der Sichte abgemacht wurde, hat nur einer von den Männern seine Holzblotschen aufbewahrt. Erntegruppen mit 4 Schnittern galten für mittlere Höfe bei 12 bis 16 Morgen Getreideanbau als übliche Norm. In der Regel war den Männern die gleiche Anzahl von Frauen zugeordnet. Mit den Bauern, den erwachsenen Söhnen und Töchtern sowie den Knechten und Mägden wurden meist sämtliche Personen von den Höfen selbst gestellt. Aufgabe der Frauen ist es, die geschnittene Frucht, die mit gleich großen Bürden in schnurgeraden Reihen bereit liegt, zu Garben zu binden. Als Band benutzten sie einen Strang aus gemähten Halmen, der fest um die Mitte gelegt und zusammengewunden wird, sodass man die verschlungenen Enden zur Sicherung unterschieben kann. Ja, ne? Die schnitzt da rot. Der lange weiße Kittel der Garbenbinderinnen wird als Erntekleid bezeichnet. Die am Hals und an den Ärmeln eng abschließenden Kleidungsstücke sind zum Schutz vor Distelstichen und eindringenden Grannen aus starkem Leinentuch genäht. Wenn auch im Bereich des Freilichtmuseums die Zeit der Handarbeit bei der Ernte bald ein Generationsalter zurückliegt, finden sich in Grefrath vorerst noch sachkundige Personen, auf die man zurückgreifen kann. Neben einigen Landwirten aus dem Freundeskreis des Museums und deren Frauen beteiligt sich hier auch ein Museumsmitarbeiter. Zur anschaulichen Darstellung wichtiger Formen aus der vergehenden Welt der Volkskultur wird in Zukunft die Handhabung der alten Geräte zunehmend von den Museumsleuten erlernt werden müssen. Die Schneiden der Sichten, die vor Beginn der Arbeit mit dem Haarhammer fein ausgedünnt wurden, bleiben den ganzen Tag scharf, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit dem Wetzstein abstreicht. Der tüchtigste Schnitter war früher stets als letzter postiert. In der hintereinander gestaffelten Reihe der übrigen drei, wo jeder in einem etwa 4 Meter langen Streifen arbeitet, bestimmt er das Tempo. Von einer gut eingespielten Vierermannschaft konnte mit den Hausensen in einem halben Tagewerk ein Morgen Getreide gemäht werden. Das galt vor allem für den langhalmigen, nahezu mannshohen Roggen, der am Niederrhein als Haupt- und Brotfrucht angebaut wurde. Beim Wetzen kommt es nicht darauf an, die Schneide durch Abschleifen von Stahl scharf zu halten. Da sich der fein ausgedengelte Grat bei andauernder Schneidetätigkeit leicht aufbiegt, wird die Schärfe vielmehr durch das Beistreichen wiederhergestellt. Der Wetzstein wurde früher nicht in der Hosentasche, sondern in einem Köcher mitgeführt, in dem sich Essigwasser befand. Gerste wurde am Niederrhein immer schon angebaut, doch nicht in solch großen Schlägen wie hier. Aus den Keimlingen gewinnt man durch Darren und Vermahlen das Malz zur Herstellung von Bier. Zur Sicherung des Bedarfs schließen manche Brauereien Lieferverträge mit leistungsfähigen landwirtschaftlichen Betrieben ab. Bei den früher gebräuchlichen Arbeitsverfahren wären derartige Großlieferungen unmöglich gewesen, auch für die mit Ackerland bestens ausgestatteten Hofgüter. Die zahlreichen bäuerlichen Großbetriebe am Niederrhein, die Getreide in Mengen produzierten, bedienten sich bis zum letzten Krieg der sogenannten Erntegänger. Dies waren spezialisierte Mähkolonnen, oft mit mehreren Dutzend Schnittern und Binderinnen, die in jeder Saison von Holland rüberkamen. Die Erntegänge, die sich für Akkordlohn verdingten, wechselten nach erledigtem Auftrag von Hofgut zu Hofgut.
Soweit sie aus Holland kamen, arbeiteten sie gleichfalls mit Sichte und Maathaken, die sie von daheim mitbrachten. Halmfrüchte, die durch Unwetter zu Boden gedrückt wurden, lassen sich mit der kurzen Hausense ohne besondere Schwierigkeiten mähen. Die liegenden Halme werden mit dem Haken angehoben, sodass man mit dem Blatt der Sichte am Wurzelende darunter herfahren kann. Auch beim Abraffen erweisen sich die Vorzüge der beiden Geräte, mit denen das Gewirr halbwegs geordnet werden kann. Mit der Erntearbeit begann man frühmorgens, sobald der Nachttau abgetrocknet war. Sie wurde gegen 9 Uhr und gegen 15 Uhr durch kurze Kaffeepausen unterbrochen, zu denen die Hausfrau meist belegte Brote herausbrachte. Wenn der Acker nahe beim Hof lag, ging man um 12 Uhr zum Mittagessen nach Hause, bei dem stets ein Fleischgericht auf den Tisch kam. Am Spätnachmittag, nach Erledigung der Schulaufgaben, fanden sich auch die Kinder ein. Da im Viehstall weitere Arbeiten warteten, wurde in der Regel um 18 Uhr Feierabend gemacht. Jetzt noch etwas umsetzen und dann hier nachheben. Bevor es nach Hause geht, müssen die Garben noch zu Hocken oder Kasten aufgestellt werden. Ich wollte sagen, wenn wir jetzt daheim sind und eine Basis mit uns drehen, ne, dass wir anständig lassen, wie er gut ist. Der Tüte laufen, jetzt noch hier fahren. Gott sei Dank. Bei der abschließenden Tagesarbeit auf dem Erntefeld, bei der früher mehrere hundert Garben aufzusetzen waren und viele Hände gebraucht wurden, helfen auch die Kinder mit. Indem man das Blatt der Hausense durch den Schlitz am Griffende des Maathakens schiebt, können die Mähgeräte winklig zusammengesteckt werden. So lassen sie sich auf der Schulter bequem nach Hause tragen. In der Darstellung des alten Verfahrens bei der Getreideernte am Niederrhein stimmt eines nicht mit der früheren Wirklichkeit überein. Und zwar war die Gerste hier bis zur Totreife gediehen, wie dies für den Einsatz des Mähdreschers erforderlich ist. Um Verluste durch ausfallende Körner zu vermeiden, wurden die Halmfrüchte bei der Ernte von Hand jedoch so frühzeitig geschnitten, dass sie in den aufgesetzten Garben nachreifen konnten. Der steht noch nicht gut. Da zusammen, Leber. So, muss er gut sein, warum da. Bevor früher die abgemähte Frucht in die Scheune eingebracht und gedroschen wurde, blieb sie, je nach Witterung, bis zu 14 Tagen auf dem Erntefeld stehen.